I walk around like that nigga, finger on the trigger. If a nigga wants some smoke, I let this chopper eat his liver. I came with the 38, I'm leaving with a body. If he try me doing sloppy shit. So, yo, peace, was geht ab? Willkommen zu einem neuen kleinen Video von mir. Im Grunde habe ich gar nicht so ein konkretes Thema. Ich will einfach nur mal so ein paar Sachen beleuchten, die wo mir so in letzter Zeit durch den Kopf gehen. Ja, hat alles so ein bisschen angefangen, dass ich kein Internet mehr hatte, weil der Laptop, den ich ja da benutze zum Aufnehmer, der kennt ja nicht mir, also habe ich den in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen, ein paar Mal ein- und abstecken müssen und dann ist halt so passiert, dass ich einfach kein Internet mehr gehabt habe. Keine gültige IP-Konfiguration hat sie jetzt mal angezeigt. Ich habe schon 10.000 Mal den Router als scheiß Hurenbock beschimpft und schon 20 Mal alles neu gestartet und alles ausgesteckt und wieder eingesteckt. Mein Vater wollte mir dann auch helfen. Wir haben dann sogar mit unserem Provider telefoniert oder uns damit auseinandergesetzt, ob der irgendwas weiß, ob bei ihm alles ankommt, was von mir so weggeschickt wird. Und er hat gemeint, es war alles in Ordnung und dass das Problem da irgendwo liegen müsste oder eventuell am Router selber. Und ja, so schnell habe ich dann aber kein Internet mehr gekriegt, weil wir haben es nicht ganz gecheckt, woran es jetzt liegt. Damit habe ich mich an diesem Tag erstmal abfinden müssen und das war dann nur 3 weitere Tage in Folge, wo ich kein Internet gehabt habe. Also am Handy natürlich schon, aber am PC, das Wichtigere ja fürs Video mal und so, da ist nichts mehr gegangen. Genau, und an dem Tag, so spät am Abend, habe ich natürlich weder nur YouTube am PC oder Netflix schauen können und die Uhrzeit 23 Uhr passiert so. Ich lieg so ein bisschen im Bett, schau nur am Handy ein bisschen YouTube, spiel nur ein paar Runden Schach und dann schaue ich so auf die Uhr, denk mir, 11:30, interesting man. Wie wieder ein bisschen Zeit vergangen ist, schau wieder so auf die Uhr, denk mir, 12, immer nur eine Stunde übrig, bis ich mal pennen gehen muss um eins. Und ich habe mir da schon gedacht, Alter, es wird sicherlich alles einen Grund haben für das, wie es so ist, wie es ist. Hab mir gedacht, daraus kann man doch was lernen, Alter. Und tatsächlich habe ich daraus gelernt, Alter, wie das Internet ungewollt weg war, habe ich auf einmal viel mehr Zeit gehabt. Locker 2 Stunden einfach. Dann habe ich noch ein bisschen gelesen in so einem nicen Krimi-Roman-Heftel, so richtig alt. Und ja, dann bin ich mal überpünktlich ins Bett gegangen. Und dass Netflix und die ganze Scheiße einfach ein ziemlicher Zeitfresser ist, was jetzt nicht unbedingt nötig ist. Und dass man ohne das, also zum Beispiel mal nur das, viel mehr Zeit hat für Sachen, die wo die zum Beispiel viel mehr oder wirklich interessieren. Die nächsten 3 Tage war das dann wieder selbes Spiel. Hab viel mehr Zeit gehabt, hab gelesen, Alter. Obwohl ich total bemüht war, dass das alles wieder geht, habe ich während der Zeit und auch jetzt schon gesagt, Alter, das war gut, dass das passiert ist, dass das fucking Netz mal auch weg war. Und so allgemein habe ich in letzter Zeit ein paar Videos gesehen, was und wem du generell deine Aufmerksamkeit, Energie und Zeit schenkst. Das sind 3 Faktoren, die wo in der jetzigen Zeit absolut relevant sind und worauf du ein Auge haben solltest. Und weil so viel Scheiße, was momentan erhältlich ist, dass du dir irgendeinen Kass einziehst, der dich eigentlich gar nicht interessiert. Stattdessen kannst du mal einfach dein Leben aufpimpen und zum Besten machen. Um mal ein bisschen ins Thema rein zu dippen und da mal einfach ein Beispiel zu nennen, da die mich da gerne ein bisschen auf YouTube beziehen. Ich war früher der übelste YouTube-Suchti. Also ich habe schon sehr viele YouTube-Videos konsumiert. Und jetzt zum momentanen Zeitpunkt habe ich auch locker 150 Leute abonniert und da ist echt viel Scheiße dabei, die wo mich nicht wirklich interessiert. Und das Ausmisten von den YouTube-Abos ist im Grunde unnötig, weil wenn da irgendwas dabei ist, was mich nicht interessiert, dann klick es nicht an. Ich wollte trotzdem einfach mal symbolisch da einiges rausschmeißen, was mir nicht dienlich ist. Um da einfach mal so anzufangen, ich konnte es da jetzt gerade nicht live rausschmeißen, weil die da keine Option haben, das einfach direkt rauszuschmeißen. Ja, sowas wie Trash, das ist gar nicht schlecht. Die bringen hier und da mal ziemlich nice random Musiktracks mit nicen Videos. Den muss ich jetzt nicht unbedingt rausschmeißen, der kann mir nur wertvoll sein. So ein Shit wie Creepypasta Punch. Ich früher gern sehr viel Creepy und Mystery Shit angeschaut, aber so im Endeffekt hilft mir jetzt nicht wirklich viel. Fight. Das kann von meiner Bildfläche verschwinden. Wick brauche ich auch nicht. Arte.de, die haben hier und da mal nice Dokus gebracht und solche kleine Kurzfilme mit dem Prof, das kennt der ein oder andere. Die sind gar nicht schlecht, aber unterm Schnitt kommt es raus. Well done, Tipps. Was ist
ist es raus. Den habe ich öfters nicht angeschaut, aber der kann nur wertvoll sein. Die Techniker hat der Schnauzen. Billy Bödel? Ich glaube, den brauche ich auch nicht wirklich. Infographics Show. Die bringen ganz nice Videos, aber halt auf Englisch ist die Frage, ob ich es mal anschaue, weil die meisten habe ich mir nicht angeschaut. Ryan Trahan. Der hat hier und da auch mal nice Videos gebracht, aber glaube ich, kann rausfliegen. Okay. Daily Dose of Internet. Können interessante Videos sein, aber müsste theoretisch auch nicht unbedingt sein, darf aber da noch bleiben. Ah, Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. Mit dem sehr geehrten Ingmar. Das ist ein absolut geiler Kanal, der an unglaublich weiterbringen kann, insbesondere im Verlassen der Matrix und einige Dinge zu erkennen. Kann man sehr gerne mal reinschauen, der ballert auch massig Videos raus. Unglaublich wertvoll, Alter. Den schmeiß ich auf Kornfall hinaus. Die ungespielte Rotze braucht kein Mensch. Wach auf. Das ist auch nochmal ein sehr nicer Matrix-Kanal. Den habe ich in der letzten Zeit auch gefunden. Der kommt auch dann nicht raus. Den Oliziner, der macht so Haufen Videos über Sternzeichen, Astrologie. Bin ich schon interessiert, aber der macht Haufen Videos mit diese vier Sternzeichen, bla bla. Halt der Schnauz. Mois raus. Redefabrik. Brauche ich nicht unbedingt. Der dunkle Parabelritter, der hat sehr viel starke Videos im politischen Bereich gebracht und allgemein. Der darf bleiben. Breaking Lab, Fight. Muss nicht sein. Netflix, Enough. Fight. Hyperball, kann schon mal interessant sein. WBS, Fight. Heute Schnauzen. Micha, die ganze Drugs-Scheiße. Ich weiß nicht, ob das extra nur Aufmerksamkeit schlucken muss. Nicht unbedingt. Scobell, dessen Kanal, der bringt auch unglaublich viel nice Shit über Philosophie und lest einfach mal kurz. Durchaus wertvollen Content, der darf nicht schwinden. Ja, allgemein, also so ein bisschen Schüssel, der meiste Cast kann raus, das braucht kein Mensch, Alter, das ist einfach Ablenkung. In Bezug darauf bin ich ja als Creator, ist nicht großer, aber trotzdem Teil davon. Und dazu wollte ich mal gesagt haben, dass natürlich meine Videos auch ein wertvoller Teil davon sein sollen. Und dabei stellt sich natürlich auch die Frage, wie wertvoll ist mein Content? Also sowas wie Meditationsvideo, das Schlafvideo, da ist ja gut, dass sie vielleicht einige Leute darin spiegeln können und aus meinem Bericht und Worten einfach was Positives mitnehmen können und einfach ihr eigenes Leben, bis sie aufpimpen können oder halt was daraus machen können, ist die Frage, inwiefern sind dann die Musiksessions wertvoll oder nur das war eine Pepe Hood mit dem Namenvideo. Das ist zwar interessant, aber bringt es jetzt unbedingt weiter? Ich weiß nicht. Vielleicht ziehe ich das ein bisschen zu kritisch und vielleicht seht ihr da einfach am machen, worauf ich Lust habe. Aber natürlich waren Videos mit greifbarem Inhalt natürlich schon viel besser. Und das bringt mir auch dazu, dass ich noch einige neue Videoideen habe. Die habe ich mir da mal notiert. Genau, also über Video machen über Weltreise, Vorbereitung, Ziel und Route. Dann über diesen kleinen Krimi-Roman, was ich da erwähnt habe, dieses winzig kleine Heftel G-Man Cherry Cotton, da steht immer nur D-Mark drauf, das hat eine kleine Hintergrund-History, muss nicht jeden interessieren, aber kann schon nice sein, da will ich ein bisschen was vorlesen, ist im Grunde wie so eine kleine Buchvorstellung. Genau, dann kommt noch ein Video, so eine 50-50 Musik-Session und Labern, das habe ich schon mal irgendwann angeschnitten in irgendeinem Video oder mal erwähnt, über Radiomusik und über meine alte Arbeit. Dann kommt noch ein Video, wo ich den Rauchern und der ganzen Tabakindustrie einmal in den Arsch treten will. Dann kommt da noch ein Video, das auch noch mal ein sehr pikantes Thema behandelt. Da will ich parallel dazu auch noch ein Ersatzvideo hochladen, für die, die wo sie das eigentliche Video nicht geben wollen. Genau, dann kommt ein erstes Mal Weed-Video, dann ein Game-Changer-Video, wo ich einige Sachen erwähne, wo ich was ich ändern will, mit verschiedensten Dingen, was meine Lebensqualität unglaublich erhöhen wird. Kein Internet, YouTube-Abos, was Zeit für Aufmerksamkeit, Energie, bla bla geben. Das ist dieses Video mehr oder weniger. Dann sollte ein Video kommen über Wii und ein sehr, sehr nices Game. Ich habe schon versucht, mein Wii mal da an diesen Monitor zum Schließen, aber es läuft irgendwie nicht, trotz so einem Wii-Adapter, was mich schon ein bisschen verärgert, weil das Game, was ich da mal kurz anstehe, was ich auch allgemein ein bisschen öfters spielen kann, was so an sich jetzt nicht wirklich was ist, wiederum, ist an sich schon nice. Über Weed-Lutscher, wie ich welche mache, die wo eine aufgepimpte Zutat haben, die wo ich da noch ein bisschen was untermisch, was sehr, sehr nice wert. Dann über dekarboxyliertes Weed will ich auch noch was machen. Ein Wasserpfeifen-Video kommt auch noch. Das werde ich näher beleuchten in dem ersten Mal Weed-Video. Ja, das war's soweit. Da war jetzt einiges mit Drugs dabei, ist die Frage, wie berechtigt ist das?
kommt drauf an. Vielleicht sollte ich mir dann jetzt so einen großen Kopf drüber machen. So viel mal dazu. Nur erwähnt, den ASMR-Kanal, der wird in Kürze gestartet. Dieses eine Video nehme ich zum dritten Mal mittlerweile auf, weil da ein paar Mal was schiefgegangen ist. Aber jetzt ist es endlich soweit. Was hat der Inhalt? Was interessiert euch denn da am meisten, ist die Frage. Wenn ihr meine Meinung dazu habt, dann lasst es mir doch gern wissen. Was ich da noch sagen wollte, da habe ich auch noch einen Kanal gefunden, den Wach auf, was ich gerade schon erwähnt habe, und der hat da auch ein nices Video hochgeladen über die Matrix, um was es wirklich geht. Das habe ich ja in dem Meditationsvideo auch schon mal angeschnitten, um spirituelles Vorankommen, dass es ja heute alles nur sich darum dreht, zwischen Red Pill, Blue Pill, zwischen sich so hart einlullen lassen und zur Nutte der Matrix werden, dass die Menschheit sie zur einer realen Matrix verändert, Stichwort Metaverse, und halt die andere Seite Bewusstseinserweiterung und sie einfach mehr darüber bewusst werden, sie auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist, dass man einfach allgemein aufhört, diese ganze Medienscheiße und das Schlimme im Außen zu betrachten, sondern aufhören, permanent nach außen zu projizieren, sondern sie einfach um seinen eigenen Arsch kümmern und sie nicht durch diese Rotze ablenken zu lassen. Zieht euch das gern doch mal rein, das ist wirklich unglaublich gut, so wie der Kanal und der Dude selber. In dem Video ist hinten nochmal so eine kleine Zusammenfassung, wie man der Matrix mehr entfliehen kann, ist auf jeden Fall auch verlinkt, der allererste Link. In dem Sinne kann ich nur dazu auffordern, weg mit dieser ganzen Scheiße, aufhören sinnlos durch die scheiß Feeds zu scrollen, dir Müll nahe zu ziehen, der dich eigentlich gar nicht interessiert. Hoffe, ich konnte mich mehr oder weniger mal so lala gut ausdrücken zu den Gedanken. Und ja, lasst mir doch mal wissen, was ihr von den Vorschlägen haltet. Die nächsten Videos werden wieder ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zerrupft ist, das Video, oder keine Ahnung, aber hauen Sie rein und bis dahin. Und ein kleiner Live für jeder, der heute 15 Minuten meditiert, ist ein drippiger Rockstar. Yeah! Und was ich noch vergessen habe zu erwähnen, wisst ihr, woran es dann im Endeffekt gelegen hat, dass das Internet 3 Tage auf Eis war? Es ist wohl scheinbar passiert im Eifer des Gefechts, beim An- und Abstecken, dass ich einfach beim Router diese 2 Kabel irgendwie falsch eingekriegt habe und das war alles.